Hallo Leute, ciao von Andra Unger, die perfekte Bewegung. Wir haben schon irgendwie über das Thema gesprochen, ob man so eine Bewegung nutzen kann und ob man mit so einer Bewegung maximalen Erfolg haben kann, wenn die Bewegung stattfindet. Wir wissen leider nicht, wann die Bewegung stattfindet. Und solche Bewegungen kommen eigentlich auch selten. Es gab eine perfekte Bewegung im DAX. Und ich hatte das Glück, dabei zu sein. Warum sage ich Glück? Ja, ich bin der Weltmeister, also ich sollte immer dabei sein. Ja, okay. Ich habe unterschiedliche Systeme. Und ein System habe ich auch von einer von meinen Studenten bei der Ungarakademie. Dieser Student hat so ein System entwickelt. Er hat mir das System gegeben, damit ich das überprüfen konnte. Und meine Meinung war sehr positiv. Generell waren die Ergebnisse, die Zahlen in dem Performance Report gut. Und als Diversifikation war das System auch geeignet zu meinem Portfolio. Ich habe es also mitgenommen. Dieser Student war natürlich einverstanden. Ich habe nur einige kleinere Änderungen zum Code gebracht, sodass wir nicht zusammen im Markt springen würden, das in eine Störung bringen kann, wenn zu viele zusammen im Markt reinspringen, wegen der Anzahl der Kontrakte. Also, mein Glück war, dass ich ein guter Student hatte oder war ich ein guter Lehrer. Beziehungsweise, wenn du auch Student werden willst bei der Ungar Academy, hier unten kannst du teilnehmen zum Webinar, es gibt einen Link in der Beschreibung, dort kannst du mehrere Infos finden und verstehen, um was es geht. Also die Studenten, ich habe viele Studenten eigentlich, viele sind sehr gut und ich habe also auch sehr viele Systeme von den Studenten. Systeme, die wir entwickelt haben und die Selbstnutzer und einige sind auch bei mir. Das System zwischen die anderen, die ich entwickelt habe, ich bin nicht so faul, ich habe auch gearbeitet in meinem Leben. Und andere noch, die sind alle in meinem riesengroßen Portfolio. Dieses Portfolio, habe ich mehrmals gesagt, wird jeder erste Samstag des Monats analysiert von einer Software, die wir bei der Ungar Academy entwickelt haben, Titan. Und diese Software sagt uns, welche Systeme im kommenden Monat arbeiten sollen und jedes mit wie viele Kontrakte. Gut, das Glück war, dass die Wahl auf dem System kam. Wie gesagt, ich habe mehrere, aber man weiß nie, ob ein System die Bewegung trifft oder nicht. Das kann man nicht wissen. Und das System ist natürlich ein Trend-Following. Ich werde dir jetzt etwas mehr zeigen und nachdem werde ich dir nochmal etwas weiteres sagen über das System. Schaue ich mal nach, zeige ich dir auf meiner Cloud. So, das sind die Orders. Das war von gestern. Das ist am 18. war der Tag. Da bin ich mit 4 Kontrakte auf dem DAX Future bei 10.629,5 im Schnitt eingestiegen. Einstiegsniveau sollte 10.625,05 sein. Habe ich ein bisschen Slippage erfahren. Und abends bin ich bei 11.1110,5 ausgestiegen. Okay? Das sind die Orders. Und hier ist, das ist unser Trade. Also hier ist 8 Uhr in der Früh und hier ist abends, das ist 9:30 Uhr abends. DAX schließt dann um 10 Uhr hier. Okay? Hier, das ist die letzte Mal. Was ist hier unglaublich? Also das ist eine 5-Minuten-Chart und du kannst sehen, dass die Bewegung wirklich eine perfekte Bewegung nach oben war. Und was unglaublich ist hier, ist, dass wir sofort in der Früh um 8:10 Uhr eingestiegen sind. Also sofort nach der ersten Tagesbar im Chart. Erstmal, diese Chart ist von 8 in der Früh bis 22 Uhr. Ich habe eine Cut-Session auf dem Chart
Cut Session bedeutet, ich habe die Session geschrieben, weil meine Default Session auf den DAX noch ab 8 Uhr in der Früh ist und nicht mit der neuen Öffnungszeit bei 1 Uhr 20 oder 22 Sommer oder Winter, das ist dann also unterschiedlich. Weil ich glaube, dass die meisten Bewegungen, die in Intraday, weil das ein Intraday-System ist, stattfinden, diese sind noch sauberer mit der alte, die war bis Dezember 2018 tätig, Session von 8 Uhr bis 22 Uhr, also die Handelssession auf dem DAX Future. In Übernacht kann ich das nicht gut nutzen, weil hätte ich sonst auf der Chart ein Loch hier in den Uhrzeiten, wo der Future handelt, aber ist nicht auf der Chart gezeigt und da könnte etwas passieren, also Orders getriggert, andere Sachen von dem Open Trade, die ich natürlich vermeiden will, weil die sonst vom System nicht berücksichtigt werden. Aber Intraday kann ich das tun. Normalerweise auf dem DAX Future arbeiten meine Systeme, Trend-Following-Systeme wie dieses, erst als Orders nach 10 Uhr, 10 Uhr, halb 11 oder so, da ich die ersten paar Stunden am Tag bewegen lassen auf dem Markt und dann erst nach 10 Uhr oder halb 11 geht's los. Nur dann denke ich normalerweise, will der Markt eine Richtung treffen. Dieses System kommt nicht von mir, wie gesagt, es kommt von einem Studenten. Dieses System steigt ein vor halb 11. Also, das steigt sofort nach der ersten Bar bis halb 11 ein und dann nicht mehr. Und in dem Fall, es nimmt als Einstiegniveau das Hoch von heute, in dem Fall die ersten 5 Minuten, oder das Hoch von der ganzen Session gestern. Also das höchste Hoch zwischen heute, die ersten 5 Minuten, oder gestern, den ganzen Tag. Das war ein Verlust und so. Das sieht man jetzt hier nicht, aber der Tag war natürlich niedriger. In dem Fall war das Hoch von den ersten 5 Minuten unser Einstiegspunkt. Okay? Und dann schließt er um 9.30 Uhr abends. Was mir in dem dieses System, wie gesagt, ist natürlich erfolgreich, sonst wäre es nicht in Arbeit, weil meine Software sagen würde, nein. Das ist ein Report der Equity Line. Wie gesagt, hier war es ruhig, das waren ruhige Jahre und es klettert wieder nach oben hier. Dieses Report ist alles mit 4 Kontrakten, weil das ist die Anzahl der Kontrakte, die ich nutzen muss auf diesem System nach meinem Position Sizing Modell. Es gab sogar noch ein Verlustjahr, siehst du hier. Was mir nicht gefällt in dem System, aber ich nutze es trotzdem, ist die Trefferquote. Weil wir haben nur ein 32% Gewinntrades. Warum? Weil das Stoppniveau von dem System sehr, sehr knapp ist. Dieses System, hier siehst du, hat maximal 3.700 Euro in einem Trade verloren, was aber durch 4 geteilt sein muss, weil wir mit 4 Kontrakten arbeiten. Und in der Tat ist das Top-Niveau sehr, sehr in der Nähe vom Einstiegpunkt. Wir können das vielleicht hier sehen. All. Zeigen wir alle Orders. Hier siehst du, wir sind hier am 18. Am 18. sind wir, wo ist das Field Order nur? Das ist jetzt schwierig, sorry. Hier war Stop-Loss. Okay, das war unser Stop-Niveau von dem System. 10.594,5. Okay, und Einstieg war bei 25.05. Es sind also ungefähr 30 Punkte Abstand. Es sind in der Tat 35. Es wurde, die Maschine rechnet das vom Einstiegpunkt. Es sind also nur 35 Punkte vom DAX. Das ist das einzige System, wo ich so knappes Niveau vom Stopp habe. Und deswegen gefällt mir nicht, weil dieses System verliert sehr oft. Und das habe ich dir gezeigt, wie das 33% Trefferquote. Aber dann natürlich,
wenn es so, so mal arbeitet, dann, dann ändert sich das ganze Szenario. Und generell ist das System erfolgreich, wie man das jahrelang nachsehen kann. Aber auch so ein gutes System hat, wie gesehen, hier ein Verlustjahr. Und auch in 2018 war es nicht so, so gut wie in den anderen Jahren. Dieses Jahr hat es gut angefangen, auch weil es so viel in einem Tag verdient hat. Beim Daily Tagesgewinn sieht man, das, das kommt alles von dem Gewinn. Und hier sind alle diese kleinen Verluste. Hier hat er sogar noch am 11. zweimal am Tag verloren. Zwei Stop-Loss. Okay? Das, das, deswegen gefällt es mir nicht psychologisch, aber ich nutze das trotzdem, weil es im Portfolio natürlich klappt. Was macht das hier? Wie gesagt, es steigt ein beim Ausbruch des Hochs, vom höchsten Hoch zwischen heute und gestern, steigt abends aus oder Short auf der niedrigsten Low von Tief von heute oder von gestern. Das steigt ein, wenn ADX, der Indikator, was ich dir, ich habe dir schon darüber erzählt, nicht zu hoch ist und auch wenn gestern der Tag nicht zu lebhaftig war, wenn es gestern keine klare Entscheidung gab, nach der Richtung zu gehen. Diese Konzepte habe ich auch mehrmals in den, auf dem Kanal besprochen. Also du kannst andere Beiträge finden, wo ich das erklärt habe. Und dann steigt es aus. Also das war das System, wo ich 48.000 Euro in einem Tag, 14 Stunden ungefähr, von halb neun, weniger als 14 Stunden, bis halb, von 8 Uhr bis 21.30 Uhr verdient habe. Also, sowas, muss ich sagen, ist natürlich nicht gar nicht schlecht. Also gut, du hast gesehen, das System klasse, sehr viel Geld verdient. Es ist nicht jeden Tag so, natürlich, es war ein guter Tag, eine gute Bewegung. Und was besonders schön war, ist, wie sich diese Bewegung entwickelt hatte. Und was noch besser war, ist, wie das System reingesprungen ist. Ich meine, normalerweise arbeiten die Trend-Following-Systeme nach einem Ausbruch und nach einer Weile, ich meine nicht sofort am Anfang des Tages, sondern nach einigen Stunden, sodass die Kurse sich schon entwickelt haben, obwohl DAX jetzt nicht mehr um 8 Uhr öffnet, DAX Future, sondern mitten in der Nacht. Es ist aber auch so, dass die tatsächlichen Bewegungen immer noch ab 8 Uhr und später stattfinden. Also das ist auch ein Grund, warum ich auf dem System noch die Session vom DAX 8 bis etwas anders nutze, 8 bis 22 Uhr, und nicht die tatsächliche Session, die auf dem Eurex tätig ist. Und das sind alle Details, die ich normalerweise erkläre, und ich erkläre auch, warum ich einige Entscheidungen treffe und andere nicht und so weiter. In dem Fall war alles perfekt. Es war alles perfekt und das war auch Glück. Ich meine, ich war ein guter Lehrer. Der Student war ein guter Student. Ich habe viele Systeme für Studenten. Einige sind gut, einige sind noch besser. In dem Fall war das System, ist das System gut. Aber das gute System hat gut gearbeitet. Alles zusammen war Glück. Wenn alles richtig passt, dann ist es nicht nur, dass man brav ist, man ist auch brav, aber man hat auch Glück. Und ich muss ehrlich sagen, da hatte ich auch Glück. Manchmal habe ich Pech, normalerweise zeige ich dir Probleme, die ich erfahren habe, sodass du von den Problemen etwas lernen kannst. Das ist immer, ich meine, billig, von anderen Fehlern zu lernen. Aber dieses Mal wollte ich dir auch mal eine Erfolgsgeschichte zeigen, weil es mein Erfolg war und auch ein Erfolg von einer von den Studenten. Was wichtig ist, das heißt, dass die Leute einmal, was die etwas gelernt haben, auch gut arbeiten können. Der Student hat auch das System mitgehandelt. Er ist im Moment sogar noch Berater bei einem kleinen Family Office. Aber mehr kann ich nicht sagen, weil es natürlich nicht offiziell ist. Das ist eine private Arbeit. Okay. Aber wie gesagt, er hat dieses System nach der Unger Methode entwickelt. Und ich habe benutzt, also ich hatte die Möglichkeit, mein Wissen zu erweitern.
so dass andere mit meinem Wissen arbeiten können. Also meine Power zu der Entwicklung von Systemen ist größer geworden. Und wenn man so eine Vernetzung hat, wie ich mit meinen Studenten, aber auch die Studenten intern, die haben dann die Möglichkeit, solche Erfolgsgeschichten zu bauen. Fehler von mir habe ich dir erzählt, werde ich dir noch weitere Fehler erzählen. Ich hoffe, bald noch weitere Erfolgsgeschichten hier zeigen, wenn die von meinen Studenten kommen, weil das für mich noch ein Doppelerfolg ist. Das war's heute. Ich hoffe, es hat in jedem Fall dich neugierig gemacht auf das Thema automatisierter Handel. War nicht. Kommen doch trotzdem zurück. Vielleicht kommt etwas Besseres für dich. Ciao von André Unger und kommentiere, wenn du auch dabei warst im DAX. Und wir treffen uns nächstes Mal wieder. Ciao, ciao aus Italien, sonnige Italien.